Wie oft hast du schon eine Entscheidung gefällt, die relativ schnell gehen musste und im Nachhinein hast du dir gedacht, ach Kacke, eigentlich wusste ich doch, das war die falsche Entscheidung. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind es uns gewohnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Wir leben in einem Wirtschaftssystem des Kapitalismus und nach wie vor ist es auch in der Motivationsszene immer noch Usus, dass man sagt, du musst nur wollen und wenn du unbedingt willst, dann kannst du alles erreichen. Und Menschen streben danach, nehmen sich alle möglichen Ziele vor, kämpfen mit aller Energie und aller Kraft dafür, das zu erreichen und schaffen es dennoch nicht. Logisch, weil das Ratio macht gerade mal 0,5-1% unseres Verhaltens aus. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Dieses Sprichwort hat mehr an sich oder mehr Fleisch am Knochen, als du vielleicht denken magst. Weil jetzt musst du dir mal vorstellen, wir haben einen riesen Computer. Den tragen wir hier in uns rum. Das ist unser Gehirn, unser Unterbewusstsein. Ob jetzt das in uns gespeichert ist oder außerhalb von uns oder ob es nur ein Empfänger ist, lass mal hier gerne einfach mal aus. Aber wir haben eine Rechenmaschine, die ist immens. Verglichen mit dieser Rechenmaschine, die wir haben, ist das Ratio ein ganz kleiner, winziger Punkt, ein Pixel auf diesem Bildschirm, den du im Moment gerade anschaust. Und die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, sind so hochkomplex, dass wir das rationell gar nicht greifen können. Beispielsweise nehmen wir mit unseren 5 Sinnen x Millionen von Impressionen jede Sekunde wahr. Wir sehen ungefähr 26.000 Bilder pro Sekunde mit den Augen. Wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, auch über die Haut. Ne? Du weißt ungefähr, wie warm ist es da, wo du es gerade bist. Das sind alles verschiedene Impressionen. Aber der Großteil dieser Impressionen wird gar nicht rational verarbeitet. Nur 25 Bilder in der Sekunde braucht es, damit du in einem Kino auf der Leinwand einen Film flüssig siehst. Relativ wenig, verglichen mit diesen 26.000 Bildern. Aber was passiert mit dem Rest? Wenn wir doch so wenig brauchen, um unser Bewusstsein zu füttern und die Welt um uns wahrzunehmen, wo geht denn der ganze Rest hin? Was passiert denn damit? Und jetzt kommt das Spannende an der Geschichte, weil das Unterbewusstsein nimmt es auf. Es ist ein riesiger Schwamm, eine riesige Rechenmaschine, die all diese Informationen abspeichert. Und die gehen sinnbildlich einen Langzeitspeicher über, der dir zur Verfügung steht, aber der nicht immer ganz so schnell ist, wie das, was wir das Gefühl haben zu denken. Weil einfach die Prozesse im Hintergrund, die laufen, ein bisschen dauern. Das Gehirn braucht rund 20% der Energie in einem Ruhezustand. Sobald wir anfangen, es aktiv zu nutzen und das Bewusstsein zu pushen, das heißt aktiv nutzen, dass wir das Ratio vermehrt einsetzen, indem wir Denkaufgaben machen oder komplexe mathematische Aufgaben oder einfach irgendetwas erreichen wollen, nimmt das sprunghaft zu und das braucht rund 50-100% mehr Energie. In den Ausbildungen, die wir machen, ist es nicht selten, dass das Gehirn sogar noch mehr Energie braucht. Das merkt man dann aufgrund der Müdigkeit ein bisschen oder auch Calcium, Magnesium, das dann vermehrt gebraucht wird. Aber Fakt ist, sobald wir rationell unterwegs sind, verbrauchen wir Energie und das ist nicht wirtschaftlich für unseren Körper. Also schaut dieser, dass er Entscheidungen unbewusst treffen kann, weil sie angenehmer sind und energieeffizienter als eine bewusste Entscheidung. Und jetzt ist das aber ein bisschen konträr oder widersprüchlich zu der Art und Weise, wie wir unseren Alltag leben. Zumindest viele von uns. Weil eben eine Entscheidung steht an und ich mache die. Die 5-Sekunden-Regel. Innerhalb von 5 Sekunden entscheide ich und. Das hast du bestimmt alles schon gehört. Aber eine weise Entscheidung darf auch reifen. Also bei mir persönlich auch so. Ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die habe ich im Nachhinein nicht bereut, aber muss sagen, ich hätte es anders entscheiden können und es wäre besser gekommen. Für mich sind aber diese Irrwege oder dieses ein bisschen Abkommen des Weges alles Erfahrungen, die mich heute weiterbringen, die mich eben auch dazu bringen, dass ich heute so denke. In der Zwischenzeit ist es so, dass wenn ich eine Idee habe oder wenn ich etwas tun will, kommt das hoch, eine Entscheidung steht an. Ich nehme das bewusst in mein Bewusstsein auf
und gebe mir dann aber die Zeit, um das unbewusst zu verarbeiten und entscheide erst dann, wenn mein Unterbewusstsein mir ein ganz klares Signal schickt. Das heißt, ich hole es hoch, übergebe es sinnbildlich meinem Unterbewusstsein, sage, okay, lass es mal reifen. Setz diese Maschine in den Gang. Setz die Prozesse in Gang, die es braucht, weil du hast so viel mehr Wissen, du hast so viel mehr Erfahrung, du hast so eine viel, viel feinere und akkuratere Art und Weise, das anzugehen, dass ich da gar nicht mitkomme. Also ich übergebe das wirklich bildlich. Denke hier und da, klar, auch noch daran. Und dann gibt es Sachen, die sind innerhalb von einem Tag reif. Und es gibt aber auch Aspekte, die habe ich vor 3 oder 4 Jahren in die Verarbeitung gegeben, die sind heute noch nicht reif. Beispielsweise Ausbildungsunterlagen oder Ausbildungsinhalt ist so etwas. Ich weiß ungefähr, wo es hingehen will. Ich übergebe das, lasse in der Zwischenzeit ganz viele Informationen dem Unterbewusstsein auch zukommen. Und irgendwann an einem Punkt X ploppt es bei mir hoch, ich spüre das, ich merke das sehr genau, ploppt das wie hoch und es ist einfach da. Und in dem Moment kann ich dann auch die ganzen Ausbildungsunterlagen schreiben. Und jetzt ist es eigentlich in die Ruhe kommen, um zu entscheiden. Das heißt, das Ratio ganz bewusst zur Seite zu schieben, zu sagen, nee, ich nehme das zwar rationell wahr, ich übergebe die Entscheidung aber dem Unterbewusstsein im Wissen, es kann viel mehr und im Wissen, es kommt viel besser. Und das magst du jetzt vielleicht auch merken, es ist eine Art und Weise der Entscheidung, die vielen Menschen am Anfang eher schwerfällt, weil es ungewohnt ist. Weil wie oft hast du dir Zeit gegeben für eine Entscheidung? Und hierfür braucht es einfach eine gewisse Referenz an Erfahrungen, eine gewisse Veränderung, die gut kommt oder gewisse Sachen, wo du einfach weißt, hey, ich kann und darf auf dieses Gefühl eben auch vertrauen. Es wird dann oftmals auch ein Bauchgefühl genannt. Ne? Das Bauchgefühl ist die allererste Stufe eines viel, viel längeren Prozesses, der da abgeht. Und alle die, die meditieren oder im Taoismus auch ein bisschen bewandt sind, Lao-Tzu hat das ja auch schon gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und mir geht es darum, dir einfach mal den Input zu geben, um zu sagen, hey, wir leben in einer wahnsinnig hektischen Welt. Du musst nicht immer sofort entscheiden, du darfst dir auch mal Zeit nehmen. Das ist das nächste Mal, wenn eine Entscheidung ansteht, denkst, kann ich das jetzt wirklich, wie ist das? Nimm dir die Zeit, übergib es deinem Unterbewusstsein ganz bewusst, das kannst du auch abends vorm Einschlafen machen und sagen, hey, liebes Unterbewusstsein, lass mal wirken und schick mir die Antwort, die Erkenntnis dann, wenn du es hast. Und in dem Moment, wo es fertig gereift ist, kommt es hoch und du wirst es merken, bei jedem ein bisschen anders. Und dann kannst du nochmal zurückschauen und die Entscheidung, die du jetzt aus dem Unterbewusstsein erhalten hast, vergleichen mit der, die du gemacht hättest auf die Schnelle. Und dann wirst du relativ schnell wissen, welches war die bessere. Weil hey, wir könnten uns das Leben so einfach machen. Hierfür müssen wir einfach das richtige Umfeld schaffen, dass wir eben auch das Unterbewusstsein mit einbeziehen können. Und wenn du lernen willst, wie du das tun kannst und Menschen helfen kannst, dann schau dir unsere Mental Coach oder Hypnosetherapie-Ausbildung an. Genau da lernst du, wie du das Unterbewusstsein mit Menschen nutzen kannst, um solche Prozesse in Gang zu setzen, zu forcieren und ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Abonniere unseren Kanal, um auch in Zukunft weitere Informationen rund um das Thema Unterbewusstsein, Mental Training, Hypnose und Coaching zu erhalten.